wir wollen nicht ein 300 Meter langes Schiff hauen, dann bauen wir halt ein Schiff für 150 Meter. Irgendwie sowas. Sache ist, wenn man hier das Grundstück veräußert, bleibt langfristig ein Konflikt zwischen der öffentlichen Nutzung und dem Privateigentümer, der dort den Bauplatz bewohnt. Über Jahre, die jetzt vorhandene Bebauung hat sich doch durch den Zaun, durch die Hecke, was weiß ich so ein bisschen, schon ein bisschen abgegrenzt. Über Jahre. Es war auch genug irgendwo Theater. Nur wenn man doch jetzt sich das nur vorstellt, ob man das nächste Baugrundstück dann halt nur zur Hälfte an den veräußert, der das bebaut, die Bäume sind weg etc., die Leute nutzen das, machen da Krach, machen Theater, beschwert er sich bei der Stadt, ey, die sind weg, die stören mich oder sonst was alle. Deswegen wollte ich diesen Vorschlag von dem Herrn Link. Wollte ich nur direkt der Vorschlag von der Link sieht ja vor, wir verkaufen nur einen Teil. Warum verkaufen wir auch? Deswegen melde ich mich ja hier zu Wort, um zu sagen, wir sind dagegen, gegen diesen Kompromissvorschlag. Für uns gibt es nur eins. Kein Verkauf am See und auch in der Zukunft am See kein Verkauf. So sieht die Position. So sehen wir das auch. Danke. Ich auch. Aber Ihre Vorgeschichte war, Sie wollen mit Herrn Greulich sprechen, wir wollen mit denen sprechen, mit der Versteigerung. Nein, wir wollen keine Versteigerung. Er hat uns doch erklärt, dass er nicht versteigert hat. Man konnte den Eindruck schon gewinnen. Eine Versteigerung hier. Nein. Aber da muss doch irgendwas sein. Wenn Sie nicht mit allen Parteien sprechen und die einladen und ihr Unmut klar machen und denen mal sagen, pass auf, wir haben das und das, weil wir stehen mit 400 Mann vor dem Rathaus, ihr wollt gewählt werden. Sagt es doch nicht. Aber nur in einem kleinen Kreis und hinter verschlossenen Türen ist genauso wie im Rat der Stadt. Wir müssen Masse aufstehen. Den Stuttgart 21. Ja. Und hat er was gebracht? Das ist eine Vorlage. Also den Vorredner, der hat zwar schon recht mit die Masse drauf, die Masse werden sie natürlich nicht bewegen können. So, und die Haltung, die Masse werden sie für den Wambachsee, für diese Ecke, für das Nordufer nicht in dieser Form, wie Sie das jetzt vorgeschlagen haben, nicht bewegen können. Das ist unrealistisch. Die Haltung des Rates dieser Stadt, ob die SPD, die CDU, die Grünen oder die Linken, wir haben quasi in der Stadt Duisburg überhaupt keine richtige wahre Opposition. Dadurch kommen solche Entscheidungen. Sie können mir glauben, ich bin Unterschriften am Sammeln, weil ich ja parteilos bin und will auch parteilos bleiben. Dann kann ich nur richtig agieren, überhaupt, wenn ich überhaupt die Chance habe, so eine Sache überhaupt zu gewinnen oder in Angriff zu nehmen. Wenn Sie keine deutlichen Zeichen setzen, politisch gesehen, und nur mit denen reden und sich auf irgendwelche Kompromisse einlassen, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Kassen leer sind auf Jahrzehnten. Wir haben auch Zeiten gehabt innerhalb dieser Stadt, wo Gelder da waren, aber sind nie Rücklagen gebildet. So, und jetzt sitzt die Stadt einfach mit dem Rücken an der Wand. Und die Stadt versucht auf Köpfe Dritter, ob es jetzt hier der Wambachsee ist, oder die Zinkhüttensiedlung in Hamborn ist, die Stadt versucht einfach, oder die Politik versucht einfach, den letzten kleinen Strohhalm zu nehmen, um irgendwelche Gelder hereinzubringen. Sie geht aber nicht bei und versucht, da wo man vielleicht tatsächlich was einsparen könnte, einzusparen. Nein, da geht man lieber hin und versucht noch größer Info, und immer größer. Nichts mit dem Thema zu tun hat. Und nichts aber auch gar nicht. Ja doch, weil er ja versucht, er hat ja gesagt, er möchte gerne die SPD, so habe ich das verstanden, und den Herrn Link. Ich glaube, dass er der Angebot ist. Ich glaube, nicht, dass er es möchte oder ja. Ich möchte. Das Angebot ist ja dann interessant. Das Angebot. Ich möchte, also der Punkt beim Vorredner ist, dass wir mobilisieren und mit so vielen Leuten Protest anwenden und ich will mit den Wortzeichen und mich da hinstellen und sagen, mit den Schildern und so weiter und so fort. Und sagen, wir wollen das nicht, was ihr da redet, ich weiß, wir wollen den verkaufen. Das ist ja richtig, das ist auch gut so. Dann bin ich ganz bei Ihnen. Wie stellt sich denn der Mieterverein dazu? Erst möchte ich mal wissen, wie ist Ihr Name nochmal? Mein Name ist Siegel.
Siegel. Ralf Siegel. Wie das Dienstsiegel, wie der Stempel. Siegel, genau. Ahmed Peter Siegel. Peter auch noch? Ja. Ja, ja, ist so. Bitte? Nee, das ist mein Bruder. Geboren am Tilsiter Ufer, Hausgeburt, 62. Vielleicht kennen Sie meine Eltern. Theodor Wilhelm Siegel, Waltraud Siegel. Geborene Priester. Mein Vater hat noch die Kupferhütten-Siedlung, Neinburger Straße, Tilsiter Ufer, Bronsberger Weg. Herr Müller wird das wissen. Der hat die mit eigenen Händen mit aufgebaut. Und Sie wissen, damals nach 1000 Überstunden an die Siedlung verbracht wurden, der kam im Genuss und konnte sich eintragen auf eine Liste, um ein Haus möglicherweise, ein Reihenhaus zu erwerben. So, und wie gesagt, das hat jetzt nicht nur was mit der Oberbürgermeisterwahl zu tun, sondern ich habe natürlich einen Grund, warum ich generell die Sachen mache. In Duisburg passieren so viele Sachen, die total aus dem Ruder gelaufen sind, und da müssen Leute aufstehen, die das können, die das Rückgrat haben, gezeigt haben im Leben, dass sie was bewältigt haben. Sie haben vielleicht heute die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Frankfurt am Main gehört, also Frankfurt-Fraport, der Nachtflug. Die Vorgeschichte ist das Urteil 4C408 Wetzelerbruch, das heißt also Nachtflugverbot. Das habe ich erreicht beim Bundesverwaltungsgericht, vorher die Oberverwaltungsgericht. Also ich will da nur mit sagen, es gibt Menschen, die können auch was bewegen und können was umsetzen. Und in Duisburg ist es an der Zeit, dass wir einen, zumindest ob meine Person oder jemand anders, einen Oberbürgermeister in Duisburg bekommen, der als Wächter über den Rat steht und der den Rat auch mal in Gewissen reinredet. Ich nicht. Ja. Genug Wahlkampf. Genau, ganz nicht genau. Ganz ja, ja. Wir bleiben bei ja, der Sache. Ja. Also ich bin auf jeden Fall ganz bei Vorschläge oder Einwände oder Ideen, was wir noch machen können. Oder die Frage über diese. Also es wurde vorhin vorgeschlagen, eine Telefonliste. Also ich würde das auch nochmal vorschlagen, unabhängig von E-Mail-Adressen, Telefon, wer bereit ist, seine Telefonnummer preiszugeben, damit sie wirklich die Chance haben, die Leute zu mobilisieren. Ich bin gerne auch, ich persönlich bin gerne bereit, mit Unterschriften von Haus zu Haus, ich weiß, was das für ein Job ist, zu sammeln. Ich bin gerne bereit, auch mit Ihnen auf der Straße zu gehen, wenn eine Demonstration ist, oder mit überlegen, was man vielleicht alles planen und machen kann. Aber man braucht eben auch, muss die Leute mobilisieren können, die. Dürfen wir sie in der Liste mit einbeziehen? Selbstverständlich. Wie stellt sich denn der Bürgerverein Bissingham-Wedau dazu? Ich hatte eben schon mal gefragt, ja. Ich nicht. Ja, gut, ich wollte nicht die Gespräche hier unterbrechen. Ja. Ich sag mal, ich kann nicht für den Bürgerverein Wedau-Bissingham sprechen, ich kann nur für mich als meine Person sprechen. Und eventuell die Meinungen vom Vorstand mehr einholen, die wir jetzt irgendwann am 24. oder nicht irgendwann am 24. April wieder haben. Ich denke mal, auf unserer Mitgliederversammlung habe ich mich auch schon dazu geäußert. Für mich ist es ganz einfach ein Unterlassungsfehler der vergangenen Jahre gewesen. Und ganz, ganz wichtig ist, und das ist heute kaum zur Sprache gekommen, ist, die Ratsmitglieder mitzunehmen, die Ratsmitglieder anzusprechen. Die sind letztendlich die Entscheidenden, die darüber beraten und letztendlich entscheiden, dass dieses Grundstück an wen auch immer verkauft wird. Das heißt, die Ratsmitglieder müssen eingebunden werden. Das heißt, wir müssen uns mit den Ratsmitgliedern in Verbindung setzen, nicht demonstrieren, sondern mit den Personen sprechen. Es bringt nichts, wenn ich mit Aggression an irgendeinen Menschen rangehe, dann habe ich keine Gesprächsebene mehr auf Augenhöhe, sondern dann bin ich entweder höher oder niedriger. Deshalb muss ich versuchen, mit den Ratsmitgliedern in Kontakt zu treten. Das heißt, hier im Duisburger Süden sind es nun mal die Brigitte Palo und der Dieter Lieske als Ratsmitglied, dass man mit denen spricht, vielleicht noch aus Buchholz den Thomas Susen, den Peter Griebeling ansprechen, dass man da also eine starke Fraktion aus dem Duisburger Süden bekommt, um dann letztendlich, wenn die Entscheidung im Rat getroffen wird, dass der Norden davon überzeugt wird, dass dieses Grundstück nicht mehr bebaut werden darf. Das wäre meiner Meinung nach der richtige Weg. Demonstrationen sind schön und gut, die zeigen eine gewisse Stärke. Aber ich denke mal, die Stärke ist ja schon gezeigt worden. Jetzt ist es an dem, mit Menschen zu sprechen, die letztendlich Entscheidungsträger sind.
Und das ist nur der Rat der Stadt Duisburg. Da kann auch der Peter Greulich nichts zu sagen. Ja? Der sagt ganz einfach, da ist ein bestehender Bebauungsplan, Punkt um. Die EMD hat sich mit einem Käufer in Verbindung gesetzt. Der ist bereit, da weiß ich nicht, 2,5 oder wie viel Millionen auch dafür zu bezahlen. Und ich habe jetzt als Verwaltungschef keine Chance mehr, da etwas gegen zu machen. Letztendlich liegt die Entscheidung bei dem Rat der Stadt Duisburg. Und das ist das, was ich Ihnen raten kann, Kontakt aufzunehmen mit denjenigen, die Entscheidungsträger sind. Und da ist die Ratsmitglieder. Ich unterstütze das sehr, ja. Aber mit welchem Ziel? Der Bebauungsplan soll geändert werden. Ich sag mal, erstmal muss verhindert werden, dass verkauft wird. Und das ist, ich sag mal, dann Ratsmitglied. Der Rat bestimmt darüber, ob das Grundstück an wen verkauft wird. Wenn der Rat sagt, nee, das wird erstmal nicht verkauft, weil wir nochmal einen Erfahrungsaustausch oder beziehungsweise einen Sachstand haben möchten, weil wir letztendlich davon überfallen sind, weil der Bebauungsplan ja halt 40 Jahre zurückliegt. Wir möchten ganz einfach wissen, was dahinter steckt. Und wenn ich davon den Rat überzeugen kann, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Weil dann kann man in das weitere Prozedere reingehen und wir haben erstmal wieder verhindert, dass überhaupt etwas geschieht. Dann würde ich in dem Zusammenhang auch gleich vorschlagen, dass man eben diese Ratsleute mal hier einlädt. Ja, zum Beispiel. Das wäre eine richtige Maßnahme. Und die Kandidaten auch. Das passt ja dann auch zum Termin, sag mal. Ja, das wäre doch denkbar. Ja, dann ist jetzt die Frage, ob wir bis zu dem Termin, bis zu dem Besprechungstermin, den wir haben bei der Stadt, ob wir dann hier den Raum nochmal bekommen können. Denn wir sind auch stark ausgebucht hier. Ja, mittwochs geht an und für sich. Geht? Mittwochs passt. Ja, das hängt ja auch davon ab, ob dann der einzelne Ratsherr oder Dame eben halt auch an diesem Termin dann kann. Ne? Ist natürlich auch die Frage, ob man überzeugen kann, dass sie letztendlich hinter uns stehen. Deswegen nur die Frage von mir aus, wenn wir den Termin mit dem Dr. Greulich haben, dass wir dann danach den Termin mit den Ratsvertretern machen. Dass wir den Die nächste Ratssitzung ist am 21. Mai. Ja. Und wir haben Anfang Mai den Termin. Dann noch in der Zeit Ratsmitglieder hier herzutrommeln oder zu vereinen und zu sprechen, dann wird es sehr knapp. Ist natürlich unglücklich jetzt mit den Osterferien oder durch die Osterferien. Ja. Viele sind natürlich auch im Urlaub mit ihren Kindern. Wir haben auch noch eine andere Möglichkeit, dass wir selbst wenn der Rat dann zusammenkommt und für den Verkauf stimmt, dann haben wir immer noch eine Möglichkeit, dagegen anzusehen. Das ist aber schwerer dann, ne? Ja, dann müssen wir natürlich alle Kräfte mobilisieren und hier in Duisburg 4% der Bürgerstimmen zusammenkriegen. Es ist ja nur eine Frage, wenn der Rat jetzt dafür stimmt in seiner nächsten Sitzung, wenn der Rat jetzt beschließt, jawohl, das Grundstück soll verkauft werden, gibt es dann noch Möglichkeiten, wir könnten den Rat zu stoppen oder wir könnten den Ratsbeschluss kippen, indem wir dann versuchen, in der Bürgerschaft in Duisburg 4% aller Wahlberechtigten zusammenzutrommeln. Das wären in unserem Fall 15.000 Bürgerstimmen. Und 15.000 Bürgerstimmen innerhalb von 3 Monaten. Das ist möglich. Die müssen aus Duisburg sein. Das ist möglich. Wir haben es selber praktiziert, indem wir die Abwahl von dem Oberbürgermeister Sauerland durchgezogen haben, innerhalb von 4 Monaten 80.000 Stimmen zusammen. Ja, dann haben wir 3 Monate. Wir haben dann 3 Monate, wir brauchen nur 15.000. Wo ist das Problem? Das Problem ist in dem Falle, glaube ich, tatsächlich. Den Wampersee kennt 20 Kilometer von hier, kein Mensch. Ja. Die 6 Endplatte kennt ganz Duisburg. Ja, aber es geht nicht nur um den Wampersee. Es geht um ein relativ kleines Stück Land, wo es schwierig sein könnte, Leute dafür zu motivieren, sich in irgendeiner Form zu äußern. Aber ist ja auch egal. So wir haben gesagt, während den Anfängen. Ja. Der Wambachsee ist nur der Anfang.
Wenn wir genauso schlafen wie damals, wo diese Grundstücke bebaut worden sind. Da wurde jetzt nicht geschlafen. Da wurde auch nicht geschlafen. Wir haben nicht geschlafen. Entschuldigung, ja. Das ist aber passiert. Ja, das ist passiert. Das war sogar groß in der Zeitung. Ja, alles. Ja. Aber